Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's System. Wir sind zurück in der Amiga-Welt. Rodland von 1991 und ich bin euer Mr. Venom 1974. Und ja, ihr werdet sehen, dieses Game ist ein bisschen putzig. Hilfe! Mom wurde von einem Monster gekidnappt. Mom wurde oben auf den Mumbots-Turm gebracht. Tja! Das lassen wir natürlich nicht zu. Rodland ist ein schönes Arcade-Game. Werdet ihr sehen. Es ist richtig neat. Ist richtig putzig. Und die Amiga-Version finde ich absolut cool. Also jetzt haben wir jetzt auch Pflanzen ein. Könnt gleich mit diesen bösen, bösen Monstern sowas machen. Und dann kann man verwandeln die sich in natürlich in eine Bombe. Ist klar. Was machen sonst putzige Wesen auch sonst? Könnte aber auch diese Blumen einsammeln, das versuche ich mal eben. Dann startet ihr ein Extra-Game. Na komm. Ja, es ist nicht gut, wenn er mich berührt. Da verlieren wir sogar im Extra-Game Leben. Davon haben wir nicht so viele. So, und dann kriegt ihr Buchstaben. Und wenn ihr das Extra geformt habt, dann kriegt man natürlich auch die Bonus-Stage. Ja, und so geht's die ganze Zeit. Ich kann euch sagen, das ist gut und gehalten. So. Kann ich da nicht in die Richtung ziehen, wo er stand? Das werde ich euch aber auch nochmal gleich zeigen. Aber ansonsten, ich zeige jetzt mal eben kurz, wenn man das so durchspielt. Das war eine Bombe. Okay. Betrete den Turm und rette deine Mutter. Luke. Ja, so ungefähr. Ich guck mal, wie weit ich komme. Wahnsinnig weit komme ich nicht. Ich weiß nicht mehr, wie viele Stages es gibt. Es gibt nicht so viele. Das heißt, das kann man durchspielen. Na komm. Ah. Vorsicht, die Tropfen natürlich tödlich. Das ist ein Videospiel. Da ist Wasser immer tödlich. Oh, haben wir eliminiert. So, nächste Stage. Ja, und das passiert die ganze Zeit. Aber trotzdem, absolut cool gemacht. Coole Figuren, coole Designs. Ihr müsst auch darauf achten, das ist ganz wichtig, dass ihr ein Gebiet habt, wo ihr die gegen schleudern könnt, weil sonst ist nämlich Ende. Und ich glaube, jetzt ist Ende, ne? Ja, yeah, das machen wir jetzt noch einmal in richtig. Natürlich, please try again. Was denkst du denn? Ja, das haben wir gesehen. Hilfe, 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 Hilfe. Ja, das kennen wir von Prinzessin Peach und Co. Immer gerne entführt werden. Wir kennen das. Wenn einem am frühen Morgen nichts Besseres passiert, dann einfach mal entführt werden. Tja. Kann sein. Muss sein. Kann man aber auch schön lassen. Das ist eine Bombe. Habe ja jetzt gelernt, die nicht nehmen. So, den mal schön hier so lassen und Blumen pflücken. Tja, das ist ganz wichtig, dass man die Blumen pflückt. Wenn man es richtig macht, ist klar, lässt man natürlich die Wesen überleben und holt sich dann eben die entsprechenden Buchstaben. Ich muss mal gucken, vielleicht schaffe ich hier ein Minispiel, vielleicht schaffe ich es auch nicht, aber ist egal. Habt ihr mal auf jeden Fall mal einen Eindruck von diesem netten Game. Ich kenne die Arcade-Fassung nicht zu meiner Schande, aber ich weiß, dass es eine gibt. Jetzt gucken wir mal, ob wir das so hinkriegen. Jetzt will ich mal Pro-Gaming zeigen. Haha, das war gut. So, jetzt schnappen wir uns nämlich... hier ein paar Buchstaben. Ja, dann kommst du nicht. Na ja, gut, vielleicht sollte ich die Leiter komplett hoch. Der kann irgendwie flüchten, wenn ich das richtig weiß. Und vor allem, wenn ich ihn flüchten lasse. So, jetzt die Leiter ganz hoch. Naja, fast. Und wieder einmal betreten wir den Turm. Aber ist auch schön, dieser Stil, ne? Erinnert sehr an so einen typischen Anime-Stil. Ist ganz putzig geworden. Und ist wirklich in der Version echt cool. So, Vorsicht da wieder.
Der Hai. Viele wissen das nicht, der trinkt gerne. Tja, was soll ich dazu sagen? Vielleicht eine Allergie. Komme ich da jetzt gar nicht hin? Na gut, dann kann ich dich trotzdem beseitigen. Machen wir es uns einfach. Das nehmen wir natürlich nicht. Wo Bombe draufsteht, ist auch meistens Bombe drin. Mal weg mit dir. Na gut, da kommen wir hinten. Naja, wenn man mich lässt. Ja, einmal den gegen den werfen. Zack. So. Dich kann ich eigentlich leben lassen. Und man kann dann ein bisschen Blumen pflücken. Sonnenblumen. Schön da. Ja, wie bei Bubble Bobble, ne? Wenn ihr die letzten Gegner habt, werden die ein bisschen schneller. Die haut jetzt sogar ab. Oh, ist egal. Wir haben mal Zeit. Ah, der haut ab. Der ist schnell. Aber das war die falsche Richtung, mein Freund. Machen wir ein paar Ballons kaputt. Zack. Komm, lass uns mal ein bisschen wieder Blumen pflücken. Ne? Komm, du Superhai. So, jetzt ganz nah. Oh, der Hai geht auch auf den Ballon. Kluger Hai. Wahrscheinlich High.2, 2.0 oder so. So, du kommst sowieso in meine Richtung. Das war dumm. Das war dumm. Jawohl! Extra. Schön, Bonus Stage. Diese Lebensenergie und viel Glück. Ja. Und da gibt man Bonusleben. Ich glaube, so war das immer, ne? So, und weiter geht's. In diesem putzigen kleinen Ensemble. Oh, wir sind alle tot? Ups, das ging schnell. Sorry. Man kann ja eine Leiter bauen. Na ja, gut, dich muss ich leider besiegen, ob ich will oder nicht. Wie komme ich denn da sinnvoll hin? Ah, komm. Ah, es war klar. Drei Leute kommt man nicht an. So, jetzt ist er aber allein und so, zack. Und dann gehen wir mal schön auf die andere Seite. Ich da raus. Der denn da? Gut, jetzt kann ich erstmal fragen, was mache ich denn da? Das ist nicht gut, wenn der sich verwandelt. Da ist doch gar keine Blume mehr. Intrige!
So. Uah. Das war natürlich gekonnt. Wieder ein Leben? Uah. Ja gut, was willst du da großartig machen? Egal, das war Rodland auf dem Amiga. Ein, ich sag mal, wirklich ganz putziges kleines Game. Oh, jetzt kann ich mich sogar eintragen. Großartig. Nein, also wenn ihr mal die Chance habt, dieses Game zu zocken, ich weiß jetzt nicht, ob es noch für andere Plattformen gibt, ihr könnt ja einfach mal Videoantworten schicken, was es da noch für welche gibt, aber Rodland auf dem Amiga kann ich nur empfehlen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Und wenn ihr wollt, dann abonnieren, kommentieren, bewerten und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit diesen putzigen kleinen Wesen. Okay, wahrscheinlich weniger, aber ist ja egal. Kriegen wir hin. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.